Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 meines FTB, Trident, PvP, Let's Plays, was auch immer. Sunny ist bei mir und eine Menge andere Leute sind noch mit auf dem Server. Yay. Und Sunny hat sich tatsächlich dazu entschieden, ein bisschen was über Mods zu lernen. Ja, genau. Das war etwas, was ich mag. Ich farme nämlich gerne. Aber also im Sinne von Farm anbauen und abernten und ganz, ganz cool. Ja, und das will ich ihm jetzt mehr oder weniger, also zeigen will ich mal so nebenbei ein bisschen beibringen, wie man das macht. Wie man sich eine Farm aufbaut, eine automatische. Und wie man sie am besten an unser System anschließt. Das heißt, ich glaube, das Erste, was ich machen sollte, ist ein automatisches Sortiersystem bauen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Also ich habe sogar schon einen recht praktischen Ort, glaube ich, gewählt. Yay! Ja, habe ich schon gerade geguckt. Hier unten. Und dann kommt noch eine Etage darunter, wo wir Bäume farmen. Und du übertreibst übrigens gerade maßlos. Der Standard, die Standard-Range ist 3x3 von einer Farm. Ja, und dann haben wir unten halt noch etwas extra Raum für andere Sachen. Ist auch nicht schlimm, oder? Ja, wir brauchen noch wesentlich mehr Farmen. Aber oben, das wird unser XP-Stuff. Und ich glaube, den XP-Stuff, den mache ich auch nochmal. Aber das kommt später. Erstmal mache ich, glaube ich, ein Sortiersystem. Das wäre ganz sinnvoll. Und dafür brauche ich Transfer-Nodes. Das ist eigentlich... Standard? Ja, Standard-Farmen sind nur 3x3 groß. Also nur so. In jede Richtung von der Mitte. So groß ist eine Standardfarm, guck mal. Aber die kannst du aufwerten. Bis auf. Warte, ich guck mal, was geht. Wenn wir mal gucken. Groß, wenn dann gleich bauen wir so eine kleine Lot. Das beste Upgrade, das es gibt, ist Emerald mit Radius Increase von 11. Das heißt, du hast dann 14x14 Blöcke. Können wir uns das leisten? Wir haben Emeralds und der Rest ist billig. Also wenn du mal guckst, das sind die Upgrades aus Mine Factory Reloaded. Die kosten 3 Emeralds, Plastik, Redstone, Gold Nugget und wieder ein Redstone. Was war es nochmal? Das war der Harvester, oder? Ja, Harvester und Planter brauchst du beide. Der Harvester. War nur einer. Ja, genau. Der Harvester, wo kann ich schauen, was ich darauf machen kann? Du musst Upgrades suchen. Das ist alles ein bisschen, du musst wissen, was da reinkommt. Aber wenn du jetzt mal Upgrades suchst aus derselben Mod, die Upgrades. Und da kannst du eben Lapis als Upgrade, Radius Increase 1, Radius Increase 2. Upgrade, nur Upgrade, nicht Upgrades. Aber wo kann ich denn auswählen, welchen Mod ich da haben will? Gar nicht. Einfach Upgrades suchen und gucken, was drunter steht in blauer Schrift. Und da muss Mine Factory Reloaded, also MFR heißt es abgekürzt. Wenn ich mal von MFR rede, dann weißt du jetzt, was gemeint ist. Mine Factory Reloaded. Ich nehme mal an, Coppers niedrigste? Nö. Lapis. Lapis ist 1. Ja, Cobble ist minus 1, das stimmt. Cobble ist... Ja? Ist es von links nach rechts geordnet? Ja, von links nach rechts und Cobble ist halt das niedrigste. Also von links nach rechts bis Emerald und Cobble ist nochmal ein Sonderding, was erst später hinzugekommen ist. Das haben sie vorher gar nicht gehabt, deswegen ist das ganz, ganz rechts. Damit sie das nicht umstellen müssen. Deswegen ist das so. Ja, und deswegen Lapis hat nur ein und Cobble ist dann minus 1. Das ist das Sinnloseste, aber Emeralds können wir uns noch besser leisten als Platinum. Wir haben, glaube ich, mehr Emeralds. Naja, wobei... Nein, 14x14, weil es ja ein Radius Increase von 11 ist. Das heißt also, standardmäßig ist der Radius 3, dann haben wir 14x14, glaube ich. Wenn meine Mathematik nicht vollkommen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 haben wir hier aber nur. Du, aber was wir auch machen könnten, ist mehrere kleine Farmen. Das Problem ist nämlich, selbst wenn du die noch so groß auffällst, kannst du trotzdem nur 9 verschiedene Sachen anbauen. Und ich will auf jeden Fall eine Stelle, wo wir Essenceberries anbauen. Wenn du schon dabei bist, einen Riesenfarm zu bauen, kann man auch Essenceberries da. Eine große für diesen Reaktor und mehrere kleine? Hä? Ja, das stimmt, das geht. Reaktor und dann mehrere kleine bauen. Stimmt, das müsste gehen. Wobei, ich weiß nicht, ich muss mal... Also auf jeden Fall passen dort Seeds und Wheat, ich bin mir nicht sicher, ob das Seeds oder Wheat reinpassen. Ich muss nochmal testen in der Testwelt, was da wo reinkommt. Aber auf jeden Fall 9 verschiedene Sachen musst du halt anbauen, damit das Ganze funktioniert. Weil du halt mit 9 verschiedenen Sachen die höchste Effizienz hast. Wahrscheinlich nicht so effizient ist, aber... Doch. Mit neuen Sachen ist der super effizient. Achso, ja, okay. Direwolf hat einen gebaut. Direwolf hat einen einzigen davon und hat damit seine gesamte Base eine ganze irgendwie 10, 20 Folgen lang powern können. Was bei Direwolf eine gute Sache ist. Was teuer ist und was ineffizient sind, die Biofuel Generators, die dann das Zeug benutzen, aber der Bioreactor an sich ist super effektiv, wenn du erstmal neue Sachen zusammenkriegst.
Und da hat das halt größtenteils mit Saplings gemacht, weil man Holz immer gebrauchen kann. Und dann können wir den Sludge daraus in Sludge Boiler pumpen, kriegen auch noch dann auch noch daraus Stuff. Heißt also, das kannst du auf jeden Fall gerne machen. Und dann brauchen wir halt noch da drunter eine Etage, wo wir dann nochmal Holz farmen am besten. Oder wenn du hier nicht... Eigentlich wäre es am besten, wenn du auch in die Farm Holz einbaust, weil du Holz auch für den Bioreactor brauchen kannst. Müssen wir halt mal testen. Brauchen kannst oder brauchen musst? Brauchen kannst. Das sind 9 verschiedene Sachen, die du noch reinpacken kannst. Aber dank Mods haben wir ja noch mehr Sachen, die wir reinpacken können. Wollte gerade sagen, aber dann lasse ich die einfach weg, weil hier ist kein Platz für Bäume. Es sei denn, ich brauch's tiefer. Ja, ich teste jetzt... Ich gehe mal kurz in eine Testwelt und guck mal, was man denn alles in den Bioreactor schmeißen kann, ne? Mach doch mal. Bis gleich. So, Synrak hat einfach mal eine riesen Farm gebaut. Wow. Ich habe versucht, ein bisschen das zu machen, was ich eigentlich wollte. Ich wollte nämlich ein System bauen zum Sortieren von Items und habe auch schon mal angefangen mit Interface Pipes und dem ganzen Stuff aus Project Red, denn das ist mein Sortiersystem, das ich hier nutzen möchte. Aber ja, ich musste zwischendurch immer wieder Synrak helfen, weil er halt noch nichts an Ahnung von Mods hat. Und deswegen bin ich relativ zu nichts gekommen. Aber dafür haben wir jetzt eine riesen Farm von Sunny, der die gebaut hat hier. Mit einem Planter mit Emerald Upgrade und dem Harvester mit Emerald Upgrade. Leston Energy Flux Ducts und hier hinten sind Item Ducts. Einfach also ein Standard-Setup für MFR. Das Leston Energy Flux Ducts halt von oben. Die werden halt mit den Redstone Energy Condits dort oben verbunden. Also hier Redstone Energy Condits gehen dort rein. Oder Redstone Energy Flux Ducts heißen die jetzt ja. Dann die Leston Flux Ducts hier runter. Und rein in den Planter. Dann dazwischen hier unsere Item Ducts sind auch bis rüber zu dem Teil gehen, hinten an die Seite angeschlossen. Am Planter direkt auch einfach dran. Einfach so ohne Filtern alles angeschlossen. Denn wir haben Consume Stack off und das Ding mit Cobblestone aufgefüllt, wie es halt standardmäßig immer so ist. Ganz einfach. Dann ja, dann haben wir hier noch ein Dense Item Duct. Also ja, das ist ein Dense Item Duct. Und dann halt wir hier oben überall Barrels, sodass dann halt langsam aber sicher all der ganze schöne Scheiß, den wir hier abfarmen, alles schön in Barrels geschmissen wird. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das ist genau das, was wir wollen. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen... Ja, eigentlich macht der Channel hier ein bisschen Licht, ne? Ein bisschen baue ich nochmal runter. Und dann bauen wir nochmal Fackeln hin. So. Ein bisschen mehr Licht noch. Ja, also wie gesagt, das ist dann halt Sunnys Farm, Riesending. Später wollen wir auch nochmal eine Essenberry Farm bauen. Das wird dann halt morgen wahrscheinlich der Plan, sobald der Sludge Boiler dran steht. Und was ich auf jeden Fall geplant habe, ist den Rest hier fertig zu fahren. Also ich habe hier Rounded Interface Pipes und in jeder ein Item Responder Chip und ein Item Broadcaster Chip. Was genau die Dinger bringen und wie die funktionieren, erkläre ich irgendwann nochmal im Custom Pack genauer. Hier will ich halt nicht so viel erklären. Ich habe meine Server halt eigentlich schon aufgebraucht und ich will halt eigentlich wie haben sie das noch so immer so schön genannt? Gott, mir fehlt das Wort gerade. Halt in diesem Projekt möchte ich halt nicht so viel erklären, sondern eher zeigen, was ich einfach nur gebaut habe, wie man das im PvP machen kann. Natürlich ist das jetzt ein bisschen übertrieben, es kostet massenweise Ressourcen, vor allem Farben. Wenn wir uns mal die Rezepte dafür angucken, hier, Routed Interface Pipe kostet Redstone und Glowstone 4 Stück, dann kosten die Routed Junction Pipes, die kosten Green Alumina und Red Alumina, und Red Alumina ist das Stuff und Grün ist halt mit Grün. Dann gibt es Infused Silicon, das kostet das und das und das. Silicon kostet wiederum das. Oh, hi. Dann haben wir hier eine Diamond Saw. Und die brauchen wir eine Diamond Saw mit Silicon Pool, das kriegen wir wiederum mit Sandy Compound, also alles relativ kompliziert zu craften. Das Schlimmste aber sind diese Upgrades. Und die craftet ihr so, mit dem ganzen Stuff hier, mit den Gold Nuggets und dem Papier und Redstone. Und eben dann mit 4 Illumina. Heißt also insgesamt 8 Farben pro Item. 8 Farben pro Item. Weil wir halt 2 Farben und 2 Glowstone für 1 Illumina brauchen. Und dann halt 4 Illumina pro Item sind es also 8 Glowstone und 8 Farbe pro Item. Und dann noch ein Gold und 3 Redstone. Also, yeah, teuer. Dann habe ich hier einfach Stonepipes drunter gelegt. Die sind halt einfach schön billig, die normalen Standard Stonepipes. Ihr müsst halt die Routed Junction Pipes aufwerten, sodass es halt ganz toll sind. Und eine Request Pipe habe ich auch schon mal gemacht. Auch wenn die jetzt momentan noch nicht so viel bringt, wir machen die nochmal schon mal hier hin. Machen nochmal Cover dazwischen, damit die halt nicht irgendwas dran ist, was sie nicht soll. Zum Glück sind die Dinger coverfähig, was ich schon mal extrem cool finde.
Vielleicht stellen wir sie auch einfach einen weiter oben hin. Das wäre auch ganz effektiv. Hier hin. Die blöde Fackel jetzt steht. Kann man sie hier nicht so. So und so. Dann können wir nämlich da hinten reinbauen. Aber ja, das kommt dann halt noch. Rubber Sapling müssen wir jetzt erstmal alles noch manuell wegpacken. Später bauen wir uns erstmal eine manuelle Sortierkiste und später eine Ender, also eine manuelle Reinpackkiste und später eine Ender Chest, das dann hoffentlich funktioniert, die dann hoffentlich funktioniert. Heißt also, das läuft alles schon mal. Das wird mein Projekt für nächstes Mal, dass wir endlich das Sortiersystem hoffentlich fertig bekommen. Ich habe Stacks und Stacks an Farben gesammelt und gemacht. Das ist echt unglaublich. Und wir haben unser komplettes Glowstone verbraucht. Also ich halt, dann muss ich also mal gucken, dass ich meine Looting-Spitzhacke wieder bekomme oder eine Silk Touch Pick. Am besten aber der Looting, weil ich halt das Looting brauche für Glowstone Dust. Aber naja, mal sehen. Jedenfalls, wir haben wenigstens genug Energie, dann einen riesigen Big Reactor oder naja gut, einen kleinen Big Reactor. Minimalen Big Reactor, was auch immer. Jedenfalls haben wir zum Glück wenigstens genug Energie für unsere ganzen Stuff und das ist schon mal eine ganz schöne Sache. Naja, für mich ist jetzt erstmal Schluss. Für euch nicht, weil ihr habt ja noch Zeit. Ich habe noch 10 Minuten Zeit. Aber ich wollte halt nochmal gezeigt haben, was hier so Zwischending ist, damit ich halt nicht, nichts habe. Yay, ich habe gerade durch das Töten eines einzigen Creepers 2 Enderperlen bekommen. Denn ich habe jetzt ein schönes Looting 3 Schwert. Yeah, yay. Endlich. Und ich habe das Auto Repair 2 da drauf. Und unsere Base sieht ein bisschen kaputt aus. Das ist unsere alte Base. Ja, man sieht, es ist nicht mehr so ganz unsere alte Base, denn wir haben alles abgebaut, alles weggebaut, alles kaputt. Die Tiere sind irgendwie alle tot, wir wissen nicht, wo sie hin sind. Die Baumfarm steht hier noch, ach, aber halt nicht mehr viel steht davon und jetzt fliegen hier schon überall Viecher rum. Also einfach gesagt, unsere gesamte Base ist gleich einem einzigen Schlachtfeld in einem Schrotthaufen. Ja. Das liegt daran, dass wir entdeckt wurden und dann unter Beschuss unsere Base gewechselt haben. Genau, und zwar war es folgendermaßen. Erstmal ist halt Niklas, der ist gerade nicht mehr auf dem Server, aber halt Niklas wollte rumfliegen und einfach nur Bases suchen. Der hat unsere alte Base gefunden, also unsere ganz alte, die hier, die Base, die hat er gefunden, die Base, die dort ist. Und dann ist er weitergeflogen, logischerweise, um unsere andere Base zu finden. Und ich habe vorher den Heli oben auf den Bäumen geparkt, weil ich noch weiterfliegen wollte, habe ich den dort geparkt, dort oben auf dem Baum. Bin aber, als ich gemerkt habe, dass er, also als ich gehört habe im TS, dass er halt zu uns kommt, sofort hier in die Garage reingeflogen. Sofort, instant. Sofort in die Garage rein. Und dann stand er da auch schon ungefähr 5 Minuten, bis Niklas auf einmal oben auf dem Baum stand und gesagt hat, da steht ein Heli. Und ich habe geguckt, da steht kein Heli. Der steht in unserer Garage. Wenn er die auch nicht gesehen hat, die Garage, aber da stand in der Garage. Und er sagt aber, da steht ein Heli. Und da stand aber kein Heli. Scheiß Bug hat uns unsere Base gekostet. Miep. Dann... Er hat ja noch gesagt, er ist peaceful, er hat nichts an Waffen mitgenommen, er hat wirklich nur seinen bloßen Skin gehabt, also hat wirklich nicht mal Rüstung, nicht Waffen, nichts, hat auch nichts mitgenommen, da haben wir drauf geachtet, also der hat einfach nur unsere Base angeguckt. Dann kam aber andere, nämlich der nette Typ und der andere nette Typ, die jetzt gerade zufälligerweise bei dem Chat stehen, die beiden, ja genau, die beiden sind nämlich angekommen. Und zwar haben die unser Nether-Portal gefunden, das heißt also das Ding, was wir dort unten in der Mine platziert haben, das haben die gefunden im Nether. Und sind im Nether dann durch das Nether-Portal in unsere Base gekommen. Und haben dort versucht, unsere Maschinen zu klauen, unsere Smeltery. Zum Glück hat Syndrake das noch rechtzeitig bemerkt und hat sie umgemetzelt. Yay, und dann haben wir die umgebracht, dann sind sie immer wieder gekommen. Wir haben sie immer wieder getötet. Meistens mit einem Wanted meines Überkillers danach. Also nachdem Cindy sie getötet hat, hab ich meistens sie getötet mit einem Wanted meines Überkillers. Die hatten einfach keine Rüstung und keine Sachen dabei, die wertvoll waren. Aber, ja, Stuff and Things. Da haben wir gedacht, okay, wir brauchen jetzt eine neue Base, Niklas kennt die, also Team 2 kennen die, Team 3 kennen, jetzt wissen jetzt, wo unsere Base ist, wir brauchen eine neue. Und haben uns direkt einfach eine neue gebaut. Syndrake hatte ganz zufällig, kurz bevor wir angegriffen wurden, schon angefangen, wollte einen Minenschacht zum Spawn bauen und hat genau diesen Minenschacht dann einfach genutzt, um uns eine neue Base zu verschaffen. Der Eingang dazu lag dann ein bisschen woanders, als wir jetzt sind, also der Eingang dazu lag irgendwo... Na komm schon, stirb später. Und was man dazu sagen sollte, die Base ist etwas fetter, minimal. Ja. Minimal. Genau. Also vorher war genau das hier der Eingang. Das waren zwei Erdeblöcke und, wow, Armored Creeper, okay. Das waren zwei Erdblöcke und da bin ich dann halt, sind wir dann halt in die Base reingekommen. Da war aber ein ewig langer Minenschacht, bevor wir da halt hin mussten, weil das ja ursprünglich ein Minenschacht zum Spawn werden sollte. Also haben wir uns dann dafür entschieden, das Ganze ein bisschen umzubauen und haben dann halt erstmal da, wo Cindy schon angefangen hatte, die Base halt
auszuheben, haben wir dann ja einfach einen neuen Gang rausgebaut. Und dann ist das rausgekommen, wo wir gerade rausgegangen sind, aber das genau zeigen kann ich gleich nochmal. Ich muss mal schnell das Loch zu bauen, damit keiner sieht, dass hier ein Loch ist. Nicht, dass es irgendwie voll auffällig wäre, dass hier schon Löcher sind, aber das fällt ja überhaupt nicht auf, dass hier auffällige Löcher sind. Nein. Auffällige Löcher fallen doch nicht auf. Nein. Kannst du mal... Egal. Jetzt könnt ihr auch schon direkt die Base sehen, jetzt ist er ja... Genau. Aber, ja. Jedenfalls, und zwar... Ich gehe nochmal schnell raus. Oh, scheiße. Können wir mal kurz pennen? Ich brauche nochmal ein Schwert. Ich hab ein paar Schwerter dabei, wenn du willst. Ja, magst du einfach mal kurz mitkommen und die Viecher töten, die mir in den Weg kommen? Ich hab noch die Schwerter vom Angriff vorhin. Ja, nimmst du einfach mal. Kommst du mit raus? Ja. Wo lang bist du denn? Warte, hier lang. Oh fuck, hier kommt der. Was? Oh, so. Und hinter. Komm mal mit. Wow, dich vor mich laufen, du. Ach, sorry. So, wo lang? Ach du, da läuft ein Creeper. Wow, Death Creeper. Was ist ein Death Creeper? Keine Ahnung. Aber er ist tödlich. Würde ich mal sagen. Da nochmal hier weiter. Gehen wir jetzt einfach. Guck einmal das so. Blauer Slime. Guck mal hier rechts. Riesiger Blau. Scheiß auf blauen Slime. Ich will nur mein Grab. Das ist ein großer. Wenn es kein King Slime ist, dann ist es unwichtig. Und King Slime ist es damit dran steht, dass es ein King Slime ist und sonst nicht. Na, wechsel endlich. Nein, es ist einfach nur ein scheiße großer Slime. Ja, dann ist er unwichtig. Du kannst ihn natürlich gerne töten, wenn du Bock hast. So. Hast du denn, weil jetzt, ich bin schon bei meinem Grave, ich hol's jetzt. Warst so, Grave. Basis, oder wo warst du beim Grave? Wie jetzt? Warst du bei... Ach, ich hab dich. Hey. So, hier, Killer. Hier kommt man mal irgendwo durch. Ach, das hast du gegen Stone ersetzt. Ja, das habe ich gegen Stone ersetzt. Ja, und so, und das wieder rein, das wieder rein. Ruine. Das lief so ab, dass einer von uns immer in der Basis gewartet hat und der andere ist hin und her gependelt, hat aufgepasst, dass keiner ihn verfolgt und hat die Sachen darüber gebracht. Genau, damit wir halt dann die neue Base etablieren können und das wirklich werden. Jetzt hat uns eigentlich keiner gesehen. Jedenfalls ist noch kein Angriff auf die neue Base gewesen. Und wir tippen einfach mal. Ja, genau, wir haben Fake-Betten gemacht. Wo ist jetzt unser Bogen? Da ist mein Bogen. Das. Ach, das ist das. Ich hatte keinen Waypoint zur neuen Base gemacht. Rubby Sword hier noch hin. Minus 590, minus 850. Ja, ich finde das schon irgendwie wieder, glaube ich. Ja, ist ja nicht schwer wieder zu finden, wenn man weiß, wo es ist. Warum so viel Cobblestone? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist ein Cobble Creeper explodiert. So, jedenfalls, das hier war halt unsere ursprüngliche alte Base, aber jetzt ist die halt tot. Oder wir haben den Eingang zugemacht. Nochmal die Koordinaten. Wir haben den Eingang zugemacht, das ist ja richtig, nicht tot, sondern Eingang zugemacht. Ich hab's gerade selber wieder gefunden, hab gerade die Fläche wieder gefunden, die vor der so. Haustür ist. Also jedenfalls, wir haben halt den Eingang hier gehabt, aber haben halt den Eingang woanders hingesetzt danach. Und jetzt ist der Eingang da, wo ihr unseren Homepoint seht. Hi, Sunny. Ich erschrecke mich, bin in der Nähe von dir. Und ich töte dieses Skelett mal eben. Wow, Explosionsfalle, du elender Cheater. So. Aber ich hab einen One-Hit-Kill. Hi, Sleepy. Ich war in der Nähe vom Eingang, richtig? Nein, total weg. So, okay, und jetzt haben wir hier unsere Base. Ganz komplett versteckt. Und was macht der Cobblestone da? Das ist doch super auffällig. Den muss ich noch wieder dicht machen. Achso. Achso, gerade eben. Okay. Was hätte ich gerade im Cobblestone? Nee, ist komm, ich bin gerade hart verwirrt. Ich bin gar nicht hart verwirrt. Ich weiß ungefähr, wo es liegt. Ha? Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Ich bin auf der großen. Du läufst gar nicht. Ah, wo läufst du? Stopp, bleib da. Stehen bleiben. Du guckst in die falsche Richtung. Komm, in die falsche Richtung, du. Da, komm mit. Ja, komm, sprinte, los. Ich sprinte die ganze Zeit. Er weiß, ich hab Dirt dabei, aber nicht allzu viel. Und dann müssen wir nämlich hier. Hab ich gerade was gehört? Nee. Dann müsst ihr nämlich hier hinter diesem Baum ist eine Tür. Ja, das ist die Tür. Und das ist ein Secret Stone Button. Und da können wir draufklicken und kommen in unsere Base rein. Also ich würde sagen, versteckt, da geht's nicht. Ein Heli haben wir momentan in der Kiste. Wir wollen später noch einen Heli-Landeplatz außerhalb unserer Base bauen, damit man unsere Base nicht anhand des Heli-Platzes finden kann. Aber diese Base ist, glaube ich, eine der verstecktesten und bestgeschütztesten Base, die man hier kriegen kann. Diesen Creeper töte ich jetzt noch. So, Creeper tot. Wow. Übrigens selbst mit Looting 3 droppen Creeper, kein Gunpowder. Ihr müsst es entweder durch Pyrothium-Schmelzen herstellen oder Gas töten. So, dann können wir diesen Button hier rechts klicken.
OP übrigens, zu Base einfach nur. Übrigens, dass das Ding Secret Stone Button heißt, ist nur bei mir so. Bei jeglichen anderen Leuten steht das was anders. Also wenn, Sleepy, baust du den mal kurz ab, bitte, den Secret Stone Button? Und einfach wieder hinsetzen? Dann möchte ich mir ja kurz zeigen. Ihr seht, jetzt ist für mich nur noch Dirt. Aber trotzdem kann ich ihn halt auch benutzen. Und deswegen, ja, schöne Sache. Hier, ich glaube, viel versteckter kann man echt nicht seine Base haben. Danke. Und dann können wir halt hier durch. Hier wieder unsere übliche Taktik, Cobblestone Slabs und Blackout Curtains, damit keiner sehen kann, wo wir hin müssen. Aber dann hier halt einen Minenschacht nach unten, sodass wir halt dann unsere Base halt unter der Erde haben und nicht so schnell getötet werden, wenn Bomben auf uns fallen. Creeper im Bettraum. Ja, geh da nicht durch. Zu spät. So. Alles beleuchtet. In dem anderen Raum vielleicht nicht alles beleuchtet. In dem Nebenraum. Doch, hier, in dem habe ich auch alles beleuchtet. Naja. Jedenfalls, ich möchte noch auf jeden Fall nochmal schnell die Base Tour zu Ende bekommen, bevor die Folge zu Ende ist. Und die ist eigentlich schon zu Ende, aber... Ja. Und zwar, wir haben hier, ihr seht, wir haben jetzt bisher zwei Etagen, immer mit einem drei dicken Boden dazwischen. Das hier ist eine Etage, das ist die zweite Etage, das hier ist unsere Hauptetage, da ist auch ein Chandelier, hängt hier rum und hier Torches und Stuff und Things. Hier ist eine To-Do-Liste, die ich schon gestern noch erstellt habe, das ist ein Clipboard, wo wir einfach unsere, ein bisschen eine To-Do-Liste haben, wo wir, was wir alles noch haben und machen wollen. Dann hier halt die ganzen Kisten, ein paar Kisten sind in die Luft geflogen, wir haben ein paar Items verloren, aber so viel ist es nicht, was wir verloren haben, also es ist vollkommen okay. Die Kisten sind alle schön mit den Labeln beschriftet, wir haben inzwischen übrigens 405 Stacks Cobblestone, was auch ganz schön ist. Dann hier unser normales Energie- und Maschinchen-Setup, nur dass die Energy-Cell jetzt hier steht und unser Big Reactor da. Das ganz normale Programmable RedNet Controller, super tolle Programm, was ich euch schon gezeigt habe, was ich inzwischen zwar einigermaßen verstanden habe und hoffentlich einigermaßen verständlich erklären konnte. Genau. Hoffentlich. Außerdem. Dann hier die Smeltery mit 4 Block hoch. Wir haben die Dekadenz und einen leeren Lava-Tank. Ich muss glaube ich, Cine muss gleich mal wieder Lava holen gehen oder Sleepy oder wer auch immer Bock hat, Lava holen zu gehen. Auch Respekt an RSGE, der hat was ziemlich Heftiges geschafft da unten bei der Pflanze. Ja, das zeige ich mich gleich noch. Ja, also jedenfalls den Reaktor hat ja JJ aufgesetzt, also da bin ich ja nicht so wirklich mit beteiligt. Ich weiß, wie man die baut, mit DB20 werden wir es wahrscheinlich auch noch machen, aber hier halt nicht. Dann haben wir hier unser standardmäßigen... Einfach nur was runter. Und hier sind unsere Fake-Betten. Denn also jemand, wenn also irgendjemand Spieler hier reinkommt, der uns töten möchte und unsere Betten abbaut, damit wir nicht mehr respawnen können, dann sind das unsere Fake-Betten. Denn unsere realen Betten sind ein bisschen besser versteckt. Zack, hier ist unser Bettenraum. Und auch dieser Bettenraum ist noch nicht alles, denn hier ist auch nochmal ein Geheimraum, wo wir unsere XP-Bären aufbewahren müssen. Haben wir also einen Geheimraum im Geheimraum, wo unsere XP-Bären da sind. Also das Heiligste überhaupt ist doppelt versteckt. Die XP-Bären. Ja, dann dort hinten sind schon ein paar XP-Bären angepflanzt, weil wir sie halt noch momentan manuell machen. Dort ist die eine Sugarcane-Farm, alles nur temporär, wir füllen das später noch besser aus. Dann hier ist ein Ignis Exuder mit Lava und Wasser für Stein. Es ist übrigens das Upgrade drin, also es ist ein Hardened Ignis Exuder, ihr seht es hier, Ignis Exuder Hardened. Und da habe ich jetzt das Augment Accelerated Extrusion drin, damit wir ein bisschen schneller Stein produzieren. Wir bekommen jetzt 8 Stein und 4 Obsidian pro Durchlauf. Aber natürlich dann auch 4 Lava-Buckets pro Teil, also mehr Lava dann insgesamt verschwendet. Ihr seht, wir haben bisher gerade mal einen Stack Obsidian, weil unser Lava-Tank halt so schnell leer ist, aber der geht halt runter von der Smergy bis hier. Und ja, Ignis Exuder, ganz tolle Sache, wir bekommen Obsidian und Stein. Und wenn wir später eine vernünftige Lava-Pumpe haben, kriegen wir auch den Obsidian schnell voll, das Obsidian. Dann haben wir hier die Farm von Sinrag, die ihr ja schon vor der Aufnahmepause gesehen habt. Ja, jetzt kennen wir auch den Fehler, warum die Bäume nicht gewachsen sind. War genau, nicht es war tatsächlich zu niedrig. Und deshalb ist es jetzt 9 Blöcke statt 6 Blöcken hoch und jetzt klappt das ja, Ganze auch. Genau. Und wir haben halt hier... Was? Ja, ich habe alles im Inventar. Ich kann das ja einfach mal in der Kiste packen. Ihr könnt es ja temporär irgendwo aufstellen, bis wir es woanders hinpacken. Ich packe das mal temporär in die Holzkiste hier neben, ne? Da packe ich das mal temporär rein, den ganzen Stuff. Ich hab das geschafft und ich... Achso, hier. Ich habe schon gerade gedacht, ich bin im Geheimgang. Habe ich selber zugebaut. So, das und das und das nochmal schon alles wegsortieren. Ui, plopp. Wir haben endlich genug Enderperlen. Man mag es kaum glauben. Von einem einzigen Enderküter, lustigerweise. Ja, hatte ich schon am Anfang gezeigt. Saplings kommen unten in die Barrel rein. Und das XP-Gitter kommt auch mit in die Holzkiste. Bitte sehr. Könnt ihr alles aus der Holzkiste nehmen. Und das Beste ist immer noch, wie wir dieses Sludge oder wie das Zeug heißt. Sludge. S-L-U-D-E-G-E. Nicht in den Bettenraum, aber hinter dem Bettenraum. Hier.
im Geheimraum. Ja, da sollen, kann die, könntest du die erstmal temporär irgendwie aufstellen. Dann werde ich nochmal ganz kurz die Sachen hier los, die wir noch so haben, und dann zeige ich, was ich eigentlich gemacht, was ich auf jeden Fall nochmal zeigen wollte. Awkward und Birchwood, auch wenn wir jetzt schon wieder 5 Minuten über der Zeit sind, aber egal. Ja, also ihr seht die normale Farm von Syndrak, der reinste Wahnsinn und das reinste Chaos, wie immer halt bei Syndrak. Und ja, hier ist noch der Planter, noch nicht ganz voll konfiguriert, weil wir noch nicht alles haben. Und dann hier der Harvester, alles normal angeschlossen, wie man es schon gewohnt ist, aber mit einem kleinen Trick dabei. Und zwar müssen wir, also wird dieses Ding, dieser Harvester wird immer langsamer, umso mehr Sludge in ihm drin ist. Umso mehr Sludge, umso langsamer wird dieses Teil. Und deswegen habe ich mir gedacht, scheiße, wir werden mit diesem elenden Sludge los. Weil die Anschlüsse übrigens, die Energie, alles ganz normal, alles gut. Aber ich habe mich halt gefragt, wie werden wir mit diesem Sludge los? Und da habe ich geguckt, es gibt keine Void Fluid Pipes. Schließlich haben wir kein Buildcraft. Normale Void Fluid Pipes gibt's nicht. Fehlanzeige. Also habe ich mir gedacht, wie kriegen wir es sonst hin? Und da kam mir die Idee, Fluid Ducts selbst sind ja schon Itemspeicher. Wir können sie ja gar nicht so kompliziert abbauen. Also habe ich ein Fluid Duct genommen. Wenn wir das Ding jetzt mal ausschalten hier, den da auf aus, habe ich einen Fluid Duct genommen und hier hingesetzt. Der Harvester macht automatisch jeglichen Sludge, den er bekommt, oder den er halt produziert, jeglicher Sludge wird automatisch in das Fluid Duct gefüllt. Ich hoffe mal, dass er jetzt gleich mal was macht und irgendwie mal durch irgendwas durchgeht. Die sieht aber ganz schön chaotisch aus, die Farbe. Ist das normal, dass die so chaotisch aussieht? Das was so chaotisch aussieht, das Feld? Dass die ganze Farbe so chaotisch aussieht. Weiß ich, es sieht nicht normal aus, finde ich, aber... Hat mal jemand eine Wrench? Meine habe ich jetzt im Autonomous Activator liegen lassen. Oder ich hatte keinen Filter drin, glaube ich, am Anfang, deshalb. Ja, deshalb. Ja, diesen Autonomous Activator, die brauchen wir da noch. Nicht rausnehmen, die brauchen wir da drin. Mach den da eigentlich, die kostet doch nur 3 Eisen und 10. Aber irgendwie Rubber Trees wachsen bisher noch gar nicht, oder? Und jetzt seht ihr schon in dem Temperate Fluid Duct, das können übrigens... Es kann halt ein Temperate Fluid Duct gerne sein und ihr seht, da ist jetzt schon ein bisschen Sludge drin. Wie gesagt, umso mehr Sludge in dem Harvester drin, umso langsamer wird er. Also der Idle Timer geht dann hoch von 5 bis hoch zu 20, glaube ich, am Ende oder 15. Und das wollen wir natürlich nicht, dass das Ding so langsam ist. Und jetzt packt das Ding automatisch jeglichen Sludge. Ihr seht, da sind gerade 10 Millibuckets drin. Den Sludge packt er automatisch hier in das Temperate Fluid Duct. Und dieses Temperate Fluid Duct können wir einfach mit dem Shift-Rechtsklick unseres Ranches hier abbauen. Und dabei verliert es seine Flüssigkeit und die geht einfach in den Void, ist weg. So. Dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir das Ganze doch nochmal ein bisschen automatisierter. Hab einen Hopper drunter gesetzt, damit das Fluid Duct halt, wenn es abgebaut wird, wie ihr schon seht, halt sofort aufgesaugt wird. Und hab dann hier unten ein Item Duct. Hier. Mit einem Servo dran. Ganz normaler, billiger Standard-Servo aus Thermal Dynamics. Mit Ignored Redstone Control. Und der zieht halt das Ganze raus und packt es hier oben in den Autonomous Activator. Und den Autonomous Activator stelle ich mit der Wrench drin auf Shift-Rechtsklick, Sneaking an und Rechtsklick. Sodass er halt, wenn wir halt nur rechtsklicken, dann macht das ja nichts. Also wenn wir das Temporary Fluid Duct nur rechtsklicken, macht das ja nichts. Hingegen mit dem Shift-Rechtsklick bauen wir es ja ab. Also müssen wir Sneaking einschalten. Und dann haben wir natürlich noch Energie geben, also wir müssen ihm natürlich noch Energie geben. Dann schalten wir hier auf Lounge Robin, damit er auch das Temporary Fluid Duct ab und zu mal nutzt. Und schalten ihn auf Redstone Control Ignored. Dann setzt er das Fluid Duct und baut es wieder ab. Und er setzt es wieder hin. Der Sludge aus dem Harvester geht in das Fluid Duct rein. Und es wird wieder abgebaut. In den Hopper gepackt, durch das Fluid Duct nach oben, durch das Item Duct nach oben, mit dem blauen Input hier wieder rein in den Autonomous Activator und vom Autonomous Activator wieder platziert. Ganz einfache, billige Automatisierung des Ganzen, wenn man keine Buildcraft Void Pipes hat. Tolle Sache, oder? Ich war echt stolz, dass ich das gemerkt habe, dass man das so machen kann. Coole Sache, finde ich. Also, ja, jetzt haben wir eine automatische Sludge-Verarbeitungsmaschine bzw. Verwoidungsmaschine. Weil der am Anfang ja alles unsortiert gepflanzt hat und ich will das einmal wieder ordentlich haben und deshalb baue ich alles, was schon da ist, einmal kurz ab und dann platziert er es hoffentlich nochmal ordentlich neu bzw. ich packe gleich einen Planter wieder rein. Das ist also mein Plan. Falls das klappt, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen, dieses Teil sollte jetzt super gut funktionieren und einfach uns unendlich den Sludge voiden. Einfach so, immer ein Bucket pro Durchlauf und weg. Deswegen, ich finde das super geil, dass ich da wieder mal hingekriegt habe oder dass ich das überhaupt mal so hingekriegt habe. Schöne Sache. Schön. Gut, ja, damit sind wir jetzt auch schon wieder 10 Minuten über den eigentlichen Folgenende hinaus. Also würde ich sagen, verabschieden wir uns einfach mal und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's PvP Charlotte. Jetzt endlich auch mal mit richtigem PvP und nicht nur rumsitzen und irgendwelche Sachen machen, die sowieso nichts bringen. Ne? Ja. Seid ihr doch alle meiner Meinung?
Genau. Ja, doch, doch. Oh, fuck, die gehören hier sogar hin. Und wir wollen in der nächsten Teil auch nochmal eine Base-Attack starten, dass wir die anderen Leute auch mal deren Bases finden und ausfindig machen und töten. Und hier sind übrigens auch Ghostblocks zu unserem Bienenschacht. Yay. Ja, die habe ich neu platziert, weil... Wir haben massenweise davon. Deshalb, wir haben massenweise davon. Oh, ja, gut. JJ ist disconnected. JJ? Die ist noch hier, verdammt, ja. Redstone, nochmal kurz da rein. Wachsen eigentlich Pflanzen durch Wasser schneller? Nö, eigentlich nicht. Ich baue mir aber nicht durch Wasser. Vielleicht doch aber mal schon, vielleicht Pflanzen. Das weiß ich nicht, ich habe das nicht ausprobiert. Sonst hätte das ja keinen Sinn, oder? Sonst hätte Wasser ja bei Federn gar keinen Sinn. Also eigentlich ist es so gedacht, dass man es nur pflanzen können soll, wenn man Wasser hat, aber natürlich geht das immer, wenn man einfach auch pflanzen kann, also weiß ich nicht. Warum die Rubber Trees nicht wachsen, habe ich auch null Plan. Also bei Infinity war das so, da wachsen die Rubber Trees, wachsen nur bei Sonnenlicht. Okay, das wäre mir neu. Na egal, das müssen wir nochmal austesten, jedenfalls verabschiede ich mich dann für euch und sage tschüss. Tschüss.